die arme kleine Meerjungfrau. Wo ist die Krabbe, wenn man sie braucht? Sie ist verliebt. Hey, warum wirfst du sie nicht zurück, wenn du schon dabei bist? Trink mich? Das könnte helfen. Danke, Alice. Wow, sie hat Beine. Ein ganz neues Outfit. Na komm schon, es gibt genug Fische im Meer. Ah, streich das. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig mit dem Pickel. Ich hab dich gewarnt. Jetzt bist du eine Meerjungfrau. Hey, pass auf mit deiner Flosse. Schon okay. Sie hat sowieso ein Makeover gebraucht. Gibt es Haarfarben, die du ausprobieren willst? Tolle Idee. Warum nicht gleich alle? Und schmeckt auch gut. Also, was die Flosse angeht. Rosa. Sie muss wohl zum Teil Lachs sein. Und es dehnt sich. Sie ist keine kleine Meerjungfrau. Ich glaube, sie will auch einen neuen Look. Tja, kein Problem. Vergewissere dich, dass kein Fischer in der Nähe ist und zieh es an. Du kannst damit dein Make-up auftragen. Der Regenbogenfisch wünscht sich, er hätte solche Schuppen. Fügen wir ein paar Perlen hinzu. Frisch aus den Muscheln. So schön. Zeit, die Mähne zu bürsten. Fügen wir farbiges Haarspray hinzu. Und zwar alle Dosen. Blau, grün, lila. Drei klassische coole Farben. Du wirst so cool aussehen wie der Meeresboden. Als nächstes brauchen wir etwas Nanotape. Es ist das nächstbeste Meerglas. Füge einen Fisch hinzu und schon hast du dein eigenes Aquarium. Vergiss nur das Wasser nicht. Du willst doch nicht, dass deine Fische durstig werden, oder? Aber schau, so schön weich. Mit einem normalen Aquarium geht das nicht. Natürlich solltest du nicht zu stark drücken. Eine Flasche. Vielleicht ist da ein Flaschengeist drin, der uns helfen kann. Und wir locken ihn mit dieser Socke an. Warte, noch besser. Es ist unser geheimes Werkzeug zum Einfärben. Tauch sie ein. Jetzt puste, als wäre es eine große Muschel. Lass die Blasen die Arbeit für dich machen. Schrubbe für die große Enthüllung. Großartig, wir haben uns eine Belohnung verdient. Gummibärchen, probier die grün. Gib einfach Wasser hinzu und lass ihn wachsen. Schau nur, er ist riesig. Das heißt, es gibt genug für alle. Nimm ein Poppet-Spielzeug und fülle die Knöpfe. Übrigens, ist jemandem die Form aufgefallen? Ich glaube langsam, dass da was im Umlauf ist. Aber das ist kein Grund, deinen neuen Technicolor-Joker nicht zu genießen. Als nächstes wollen wir kinetische Sandbogen bauen. Aber wo bleibt der Spaß, wenn man nicht nach vergrabenen Schätzen suchen kann? Das ist eine kleine Muschel. Mit genug Juwelen, um alle sieben Meere zu kaufen. Oder wir können sie einfach für eine Maniküre verwenden. Schau, was passiert, wenn du sie eintauchst. Wow. Schmutziges Geschirr? Tja, weinen wird da nicht helfen. Oder vielleicht doch? Schau dir diese Schwämme an. Ich glaube, weinen kann Probleme wirklich lösen. Also, lassen wir die ganze Saugkraft wirken. Quietsch sauber.
Und nun lass es trocknen und lass deine Schwammfreunde sich zurücklehnen. Oh, das Ei hat schon bessere Tage gesehen. Schwämme, es ist Zeit für Runde 2. Wow, Meerjungfrauen kommen aus Eiern? Nun, sie sind ja zum Teil Fisch. Und siehe da, ein leerer Container. Machst du noch ein Aquarium? Oder was genau soll das sein? Warte, es ist eine Meerjungfrauen-Schneekugel. Jetzt kann sie für immer in einem Winterwunderland leben. Von der kleinen Meerjungfrau zur Schneekönigin. Und nun? Nimm einen Pappkreis und stanze ein paar Löcher hinein. Füge danach ein paar Kabelbinder als Beine hinzu. Insgesamt sollten es 8 sein. Wie Spinnen. Aber vielleicht hast du das Unterwasserthema bemerkt. Man könnte sie also auch als Kraken bezeichnen. So oder so, du kannst sie zum Tanzen bringen. Hey Kumpel, sieht aus, als hättest du was gefunden. Temporäre Tattoos? Wow, das sind Glitzer-Tattoos zum Aufkleben. Denn ein Upgrade ist immer fällig. Eine Meerjungfrau muss ja wissen, wie man glänzt. Schließlich wird es in den Untiefen sehr dunkel. Jetzt ist es an der Zeit, einen Luftballon aufzublasen. Umwickle ihn mit Papier und male ihn an. Und Aufkleber. Für Aufkleber ist immer Platz. Lass etwas Platz um das Ende des Ballons herum. Nimm eine Schere und lass es ordentlich knallen. Wie wäre es, wenn wir auch ein paar Schuppen zeichnen? Geh nicht bis zum Anschlag. Wir wollen Platz für einen Fisch. Dazu kommen Augen, ein großes Paar Fischlippen und Flossen. Warum machst du nicht gleich eine ganze Schule? Sieht nach Regen aus. Schnapp dir deinen Regenschirm. Oh nein, er hat ein Loch. Das decken wir ab. Augen. Warum nicht auch Luftschlangen? Jetzt hast du deine ganz eigene Qualle. Keine Sorge, sie sticht nicht. Und sie wird dafür sorgen, dass du nicht nass wirst. Moment mal. Mögen Meerjungfrauen nicht eigentlich Wasser? Apropos Wasser, was ist da drin? Chenille-Drähte. Nimm einige deiner Haare und dreh sie herum. So verleihst du deinen Locken einen ganz neuen Look. Mach Platz, Neptun. Sie ist die Königin des Meeres. Fischtastisches Zeug. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann. Erinnere mich daran, dem Hausmeister einen Kaugummikratzer zu besorgen. Ah, ich würde mich an deiner Stelle schnell entschuldigen. Oh nein, nicht Flüssigkeit. Ihre einzige Schwäche. Wow, sie ist wirklich eine Meerjungfrau. Hey, seid nett. Lass uns hier verschwinden. Warte, was ist das? Ein Sirenengesang ruft uns. Los geht's. Wow, eine Muschel. Ist da was drin? Ein Pickelentferner? Probieren wir ihn aus. Moment mal, ich glaube, das ist eine Perle. Da bekommen die Muscheln sie also her. Und siehe da, ein radierbarer Marker. Es ist wie ein Fisch im Wasser. Und genau das ist es irgendwie auch. Nimm ein Bad. Das Wasser ist gut. Und tschüss, roter Fleck. Oh, Fische im Aquarium fangen. Keine Sorge, Nemo, wir befreien dich.
In der Zwischenzeit können wir uns mit diesem Netz amüsieren. Wow! Es wird uns helfen, uns zu schminken. Aha! Na, hoffen wir nur, dass das Zeug wasserfest ist. Deine Schuppen leuchten. Und schau! Cool! Die Muschel hat uns neue Zähne gegeben. Dieser Metalldraht könnte sich als nützlich erweisen. Füge etwas transparentes Material hinzu. Trag etwas Kleber in Linien auf. Und gib dann etwas Glitzer hinzu. Schüttle es ab. Und nun hast du eine glänzende neue Flosse. Wow! Warum nicht eine für jedes Ohr? Aha. Oh. Schau, Dolly ist zum Schwimmen runtergekommen. Ich glaube, sie möchte auch eine Meerjungfrau sein. Tja, das war ja einfach. Warum färben wir ihren Schwanz nicht ein? Oh, Korallenrosa. Oder ist es eher lachsfarben? Wie wär's mit einem rosa Pony? Deine Flosse könnte auch ein Makeover vertragen. Igitt, lass uns diese Maden loswerden. Vorsichtig. Schau, unser kleiner Freund, das Krustentier, eilt zur Hilfe. Er säubert dich wie ein Scheibenknutscher. Und singt dabei noch ein Kalypso-Lied. Alles sauber, aber wir fangen gerade erst an. Zeit für Glitzer. Und wir brauchen eine Menge davon. Es glänzt so. Sollte sich in der dunklen See als nützlich erweisen. Was zum... eine Muschel? Oder wie ich es gerne nenne, wow. Mittagessen. Zergeht auf der Zunge. Und auf deinem Hemd. Machen wir dir ein neues Oberteil. Danke, Herr Muschel. Nimm diese Muschelketten und binde sie zusammen. Vergiss deinen Hals nicht. Perfekt. Ist da irgendwas drin? Ew. Und diese Hände sehen auch nicht viel besser aus. Eine Muschel. Oh, füge etwas Nagellack hinzu. Und tauche sie vor dem Trocknen in Glitzersand. Der perfekte Kunstnagel. Aber wir brauchen noch mehr. Die magische Muschel hat es wieder getan. Was für eine Verwandlung. Das ist ein ganz neues Du. Hey, schau, das sind die Kinder von vorhin. Tja, Hochmut kommt vor dem Fall. Sieht aus, als sei sie die größere Person. Jetzt ist sie endlich ein Teil ihrer Welt. Unsere Meerjungfrau ist fast fertig. Nur noch ein paar Details. Sie lebt! Sie lebt! Und sie behält die Muscheln. Vielleicht sollten wir sie erstmal sauber machen. Wo ist ein früher Vogel, wenn man ihn braucht? Und am Ende drücken wir noch den Pickel aus. Wow, jetzt ist sie wirklich zum Leben erwacht. Komm schon, lass uns die Welt erkunden. Oh, brauchst ein paar Beine. Doch zuerst wollen wir uns mit dieser Gesichtsform vergnügen. Gut, dass wir Gips mit an den Strand gebracht haben. Sobald es trocken ist, kannst du graben und es sauber machen. Könnte etwas Farbe vertragen. Lass uns malen. Fehlt noch etwas Rouge. Und schon bald
hast du einen ganz eigenen Strandfreund. Muscheln. Geh niemals ohne sie aus dem Haus. Das sind tolle Formen, wenn du dein Gesicht entspannen willst. Jetzt füllst du es einfach mit transparentem Kleber. Und Glitzer darf nicht fehlen. Jetzt nur noch ein geheimes Foto. Das wäre eine tolle Halskette. Du kannst sogar ein Medaillon draus machen. Vorsicht, sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Und dieser Hai könnte auf der Suche nach einem Bissen sein. Nun, wenn du deine Flossen nass halten willst, dann schaufle. Wow, unser Gezeitentümpel nimmt langsam Gestalt an. Natürlich brauchen wir etwas Wasser. Lege zunächst eine Matte aus, um den Sand aufzuhalten. Füge dann Wasser hinzu. Das ist ziemlich wichtig. Und nicht nur, weil wir es zum Leben brauchen. Worauf wartest du noch? Probier's aus! Was ist in dieser Muschel? Oh, sie ist so süß! Vorsichtig! Oh oh, kommst du noch dran? Ich schätze, das wird noch eine Weile dauern. Naja, wenn sie nicht weiterkommt, machen die Orbeez es wenigstens ganz angenehm. Gib ihr ein paar neue Freunde. Und gieße dann etwas Harz auf. Bald haben wir unser eigenes kleines Meerjungfrauenhabitat. Hast du wieder mit den Algen gespielt? Ohne mich? Tja, eine Maniküre wird helfen. Nimm ein Papierquadrat und zeichne eine Form. Zeichne es nochmal mit einem 3D-Stift. Vergiss nur nicht, alles auszumalen. Jetzt mach einen für jeden Finger. Hey, warte mal, das Meer ruft an. Eiscreme ist toll an einem heißen Tag. Warte, nein! Jetzt mache ich mir Sorgen um die Zuckerwatte. Es ist ein Meerjungfrauenschwanz. Das müssen die Schuppen sein. Anscheinend isst sie nur Dinge mit Gesicht. Und fragt das nächste Mal nur nach der Waffel. Ein alter Freund will Hallo sagen. Autsch! Hier ist eine Idee. Nimm einen Luftballon. Und lass die Luft um deine Hand herum ab. Jetzt hast du ein paar Sicherheitshandschuhe. Was für ein süßer Regenbogenwurm. Schau, wie er sich windet. Oh nein, schnell, bevor die Flut kommt. Naja, Flaschendeckel können auch Spaß machen, schätze ich. Und wenn man sie alle an einer Schnur aufreiht, bekommst du einen brandneuen Regenbogenwurm. Und dieser hier hat Glubschaugen. Und wir robben weiter. Sowohl auf dem Sand als auch in der Luft. Und sieh mal, wer auch wieder da ist. Hast du alte Plastikflaschen? Dann zerschneide sie. Bis es wie Seeglassplitter aussieht.
Gib etwas Draht und klaren Kleber auf die Ränder. Füge nun Glitzer hinzu. Und für den extra Glanz noch ein paar Steinchen. Fake ist in Ordnung, solange es glänzt. Das sind deine brandneuen Ohrflossen. Magst du Wasserballons? Dann versuch das hier. Fülle eine Wasserflasche mit Meerwasser. Gieße es in einen Ballon für einen neuen Stressball. Es geht doch nichts über frisch gepresst. Ziemlich flippiges Zeug. Bis zum nächsten Mal. Eimer. Okay, er hat dich nicht gesehen. Zurück ans Spionieren. Nicht der ausführlichste Liebesbrief, aber er bringt es auf den Punkt. Und in den Mund damit. Wow, ein UV-Stift. Okay, ja, es ist ein Geheimnis, aber ist es nicht schwer zu schreiben, ohne etwas zu sehen? Ah, da hat wohl schon jemand Übung. Ah, ein Versteck direkt vor seinen Augen. Hm. Verrückt genug, dass das funktioniert. Schnell, beweg deinen Finger, damit es aussieht, als würdest du schreiben. Oh nein, er hat es bemerkt. Dieses Handy braucht einfach eine Verkleidung, wie diese Peter mit Grünzeug. Natürlich braucht das Objektiv etwas Raum, um zu funktionieren. Hoffen wir nur, dass er das Loch in der Peter nicht bemerkt. Viele Grün bringt mich auf eine Idee. Eine Tarnung. Wir brauchen Vorräte. Versucht sie, Wasser in einem Sieb zu sammeln? Nun, wir werden ihn besser nutzen. Fülle ihn mit Blättern und trage ihn als Hut. Bedecke dein Gesicht mit einem großen Blatt und hoffe, dass er kein Selfie macht. Schreib das auf die Liste der Gründe gegen Umweltverschmutzung. Ferngläser. Der Beweis, dass Vogelbeobachter im Grunde alle Spione sind. Du hast schon von Flaschenpost gehört. Ähnliche Idee, nur mit einer Banane. Vertusche es, indem du es aussehen lässt, als sei es eine dunkle Stelle. Hey. Mhm. Die meisten Menschen würden keine Straßenbanane essen, aber er ist anders. Was mich hier überrascht, ist, dass er es nicht einfach isst. Die beiden haben viel gemeinsam. Er trägt ihre Haarfarbe. Keine Ahnung, aber irgendetwas sagt mir, dass das kein Unfall war. Bitte sagt mir nicht, dass sie so tut, als wäre sie das andere Mädchen. Ich habe das nämlich schon mal gesehen und das andere Mädchen entpuppt sich in der Regel als seine Schwester. Ich schätze, sie braucht keine Brille. Aber er vielleicht schon. Schau mal, wer wieder da ist. Glaubst du, er wird den Unterschied bemerken? Ich verstehe das mit dem Hoodie, aber hatte sie nicht schon Jeans an? Ja.
Ich wäre vorsichtig mit deinem Müll. Du weißt schon, wer könnte deine DNA wollen. Es ist immer gut zu sehen, wohin die Hand geht. Du willst dich ja nicht an etwas schneiden, das jemand weggeworfen hat. Wozu genau braucht sie überhaupt seinen Müll? Schau mal einer an. Sie hat einen Schrein gebaut. Sei sehr, sehr leise. Du willst deine Beute doch nicht aufschrecken. Ah, eine Slip-Einlage. Die ultimative Geheimwaffe eines Spions. Jetzt ist es so, als würde sie auf Luft laufen. Zeit, den Liebesbrief abzugeben. Versuch nur, ihn nicht zu wecken. Sagte ich doch, scheint, als ob jeder sie benutzt. Vielleicht ist er auch ein Spion. Oder ein Zauberer. Ah, ist dasselbe. Paare, die in der Öffentlichkeit glücklich sind, nicht unter unserer Aufsicht. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, näher heranzukommen. Tolle Idee. Hoffen wir, dass er mit sich selbst spricht. Noch besser ist, dass wir jetzt verfolgen können, wohin er geht. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn sie ihm nur auf ihrem Handy folgt und nicht persönlich. Das ist auch nicht nötig, denn er kommt. Wird sie endlich mit ihm reden? Ah, wohl eher nicht. Gut, dass wir festgestellt haben, dass sie die nicht wirklich zum Sehen braucht. Oh nein, eh wohl. Und das ist falsch geschrieben. Nein, warte. Das ist nur Love rückwärts geschrieben. Ich frag mich langsam, was sie mit all dem bezwecken will. Ein Spiegel. Nun, das sollte einige Dinge aufklären. Aber wir müssen ihn trotzdem versteckt halten. Ja, dieses riesige Rohr ist nicht gerade unauffällig. Vor allem mit den Regenbogenfarben. Aber zumindest erfüllt es seine Aufgabe. Manche Dinge sollte man besser nicht sehen. Yuck. Oh, es sieht so aus, als ob der Jäger zum Gejagten geworden ist. Er ist es. Moment. Was hat sie dann angeschaut? Oh, er hat ihr auch nachspioniert. Es war Liebe auf den ersten Blick, genau wie im Märchen. Und er hat sogar seinen eigenen Schrein. Na, letztendlich haben die beiden sich gegenseitig verdient. Denkt daran, Kinder, ein guter Spion behält die Perücke auf. Er war uns die ganze Zeit auf der Spur. Bis zum nächsten Mal. Aua, das ist heiß. Es muss doch eine Lösung gegen die Hitze an den Füßen geben. Katzenpfötchen. Ich dachte an Flipflops, aber okay. Vorsichtig auf Zehenspitzen gehen. Das könnte eine Weile dauern. Trotzdem, Kunst wie diese Pfotenabdrücke braucht Arbeit. Wenn wir schon dabei sind, sollten wir den ganzen Katzenlook ausprobieren, oder?
der Strand, der perfekte Ort, um Videos zu schauen. Oder auch nicht. Kann jemand die Sonne ausschalten? Keine Sorge, dieser Kater hat die beste Lösung. Ein Karton. Haustiere können einfach nicht genug davon bekommen. Und er spendet deinem Handy den dringend benötigten Schatten. Und jetzt her mit dem Popcorn. Dein Handy braucht ein Taschentuch oder eine Ganzkörperwäsche. Etwas Salbe und ein neuer Bikini machen einen großen Unterschied. Ob wir damit stiefelförmigen Sand bekommen? Wohl eher nicht. Das sollte uns helfen, ein paar coole Formen zu machen. Mit Enten kann man einfach nichts falsch machen. Machen wir doch unsere eigene kleine Herde. Den hier nenne ich Donald. Die hier Daisy. So viel Müll. Kümmert sich denn niemand mehr um die Umwelt? Keine Sorge, diese Hose wird den Tag retten. Wir können den Müll im Geheimfach aufbewahren. Jetzt können wir alles für Basteleien wiederverwenden. Oder es einfach in den richtigen Mülleimer werfen. Viel Spaß dir! Wow, er macht wirklich Eindruck. Sogar so sehr, dass wir es für die Nachwelt aufbewahren sollten. Lass es trocknen. Das hat Charakter. Wahrscheinlich sollte man ihm den Sand aus der Nase ziehen. Dazu noch ein paar Kleider und schon haben wir jemanden, der auf unsere Sachen aufpasst. Ob wir einen vergrabenen Schatz finden werden? Hey, da ist was! Und dieses Werkzeug hilft uns beim Graben. Wow, ein Handy! Hat es noch Akku? Ein Bügeleisen! Denkt nur an all den Grillkäse, den wir machen können. Ein Regenbogen-Huggy-Wuggy! Das nenne ich mal einen Schatz. Sieht aus, als käme die Flut. Verabschiede dich von deinen Flipflops. Sie gehören jetzt dem Meer. Keine Sorge, wir können neue machen. Dieser Ballon bekommt sogar deine Größe. Er sitzt nicht nur passgenau, sondern kann auch individuell gestaltet werden. Zeig jetzt deine brandneuen Hausschuhe. Sei nur vorsichtig in der Nähe des Wassers. Ah, wenn die Natur in der freien Natur ruft. Dann müssen wir uns wohl eine Toilette graben. Sie muss stabil sein und wir wollen es ja nicht am Strand zurücklassen. Ich frage mich ja, was er als Klopapier verwenden will. Lass uns den Deckel fest verschließen, ja? Schau dir all diese Ballons an. Und sie blasen sich auf und fallen. Alle auf einmal. Der ist geplatzt, aber es sind noch einige übrig. Worauf wartest du noch? Zeit, sie platzen zu lassen. Wenn es regnet, schüttet es hier. Wenn das nur Regen wäre. Lass uns etwas Schutz vor den Elementen schaffen. Schneide eine Wassermelone aus und mache Löcher für deine Augen und Nase. Schon hast du einen Helm. Warum nicht auch einen für deinen pelzigen Freund? Und deshalb solltest du immer Sonnenschutz auftragen. Feuchtigkeitscreme kann auch viel bewirken. Vielleicht kann diese Walze helfen, die Dinge zu glätten. Sie kümmert sich um abgestorbene Haut, ohne dass man speziell Fisch kaufen muss. Eine gute Idee ist es immer wert, geteilt zu werden. Es geht doch nichts über Schokolade am Strand. Oder eigentlich egal wo. Schließlich sprechen wir von Schokolade. Wow, wie eine Schildkröte auf seinem Rücken.
Sand ist formbar, also schaffen wir etwas Platz. Leg ein Handtuch rein, damit es bequem wird. Was ist die größere Sorge? Der Sonnenbrand oder die Krake? Schau dir all diese Farben an. Teil es mit der Welt. Leg sie alle in eine Tüte und verschließe sie gut. Nicht nur Stochern, wir wollen sie richtig zerquetschen. Wir werden das schwere Zeug brauchen. Hol den Hammer raus. Jetzt kannst du die Hitze schlagen. Und wieder sind wir beim Sonnenbrand. Es muss doch eine ordentliche Art geben, Wassermelone zu essen. Jetzt schon! Dieses Tool hilft nicht nur, die Melone in Würfel zu schneiden. Du kannst die Gabel auch zum Essen benutzen. Oder du kannst die Würfel für später aufbewahren. Zum Stapeln. Oh nein, dein armes Handy. Wo ist ein Sack Reis, wenn man ihn braucht? Besser noch, schnapp dir wasserfeste Karten. Lege sie im Wasser aus. Ihnen macht die Nässe nichts aus. Nimm nun etwas Klebeband und richte sie aneinander aus. Es ist wie ein kleiner Schwimmring für dein Handy. Oder dein Sandwich. An einem heißen Tag kann man nie vorsichtig genug sein. Ich würde ja sagen, pass auf, aber hey, kostenloser Sonnenschutz. Hier ist eine Möglichkeit, deine Zeichenkünste zu trainieren. Lass es eine Weile ruhen. Und du hast eine neue Art von temporären Tattoos. Achte nur darauf, dass du braun wirst und nicht verbrennst. Kein Wunder, dass manche Leute total auf Schuhe stehen. Versuch doch das nächste Mal diese unsichtbaren Strandschuhe. Einfach abziehen und auf die Fußsohle kleben. Sie schützen dich und halten deine Füße frei. Nie wieder Angst vor Blöcken, aber manche Dinge brauchen etwas Stärkeres. Ist es draußen zu hell? Bevor du erwägst, unter der Erde zu leben, versuch mal das hier. Nimm ein Plastikmesser und erwärme es. Bieg es in die richtige Position und füge ein weiteres Messer hinzu. Jetzt hast du eine schicke Sonnenbrille. Also, war's der Butler? Wahrscheinlich hättest du doch zur Pediküre gehen sollen. Keine Sorge, Mutter Natur sorgt schon dafür. Diese Wachteleier verstecken nicht nur deine schmutzigen Nägel. Sie lassen sie wieder wie neu aussehen. Wir wollen uns revanchieren und den Wachteln ein paar Eier zurückgeben. Strandtastisches Zeug. Bis zum nächsten Mal.